Ich freue mich sehr, euch beide zu sehen. Miss Twink, ist es Ihnen auch recht, dass wir Sie besuchen? Aber natürlich ist es mir recht, Jodie. Ihr seid wirklich gewachsen, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe. Ich freue mich sehr, dass Sie ein Baby erwarten. Geht mir genauso. Was meinst du? Ich wette, es wird ein Junge. Ich habe das Gefühl, du hast recht. Ich wäre so froh, wenn es ein Junge würde wie Jodie oder Frederick. Wir spielen dann auch Babysitter. Ja. Frederick, ich möchte dich bitten, dir einen ganz besonders schönen Namen für ihn auszudenken. Hä? Aber ich habe mir immer nur Tiernamen einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Racket und Fleck, das sind aber auch wirklich schöne Namen. Warum denkst du nicht erstmal in Ruhe drüber nach? Ihr solltet beide darüber nachdenken, Jodie. Ich auch? Es ist unsere Sache. Hä? Sie ist wirklich schwanger? Rat mal, wer sich einen Namen für das Baby einfallen lassen soll. Großmutter Otto. Nein, Eulali. Wir. Ja, stimmt. Ihr sollt ihm einen Namen geben? Ist das nicht toll, hä? Ich finde es ziemlich albern, wenn ein Kind einem Kind den Namen gibt. Na, wenn's dir nicht passt, denk dir selbst einen Namen aus, Eulali. Bevor euch keiner eingefallen ist, braucht ihr Kinder gar nicht so anzugeben. Ach, du hast es gerade nötig. Hey, warum sagst du nichts dazu, Frederick? Stimmt irgendwas nicht mit dir, Frederick? Es ist hoffnungslos. Für einen Menschen fällt mir kein Name ein. Ach, das macht dir also Sorgen, hä? Naja, weil Menschen ihren Namen ein Leben lang behalten müssen. Ja, da hast du natürlich recht. Tiere können sich nicht über ihren Namen beschweren. Aber Menschen tun das sehr oft. Dann musst du dir eben einen ausdenken, über den er sich später nicht beschweren kann. Stimmt's, Doc Wilson? So ist es. Wenn dir keiner einfällt, nennen wir den Kleinen einfach Hey, du! Hier schon absetzen, Doc. Ich bringe euch aber gern bis nach Hause. Oh, aber... Denn schließlich sind meine Passagiere zwei sehr wichtige zukünftige Paten, wisst ihr? Ach, bitte halten Sie an, Doc! Frederick, was ist denn los? Ich habe gerade Racket gesehen. Warte, ich komme mit. Frederick, Frederick, wo bist du? Hast du ihn gefunden? Es sieht ganz so aus, als ob Racket sich eine Freundin zugelegt hat. Mal her, Racket. Komm, Racket. Los, komm her. Du kannst mich doch nicht schon vergessen haben, Racket. Hey, worauf wartest du denn noch? Mit seinesgleichen zusammen. Dieser Waschbär war nicht Racket. Hä? Wenn er es gewesen wäre, wäre er nicht einfach so weggelaufen. Ja, stimmt. Racket hätte das nicht getan. Lassen Sie mich bitte absteigen, Doc. Fleck. Wie siehst du denn nur aus, Fleck? Du bist ja ganz schmutzig. Ich werde zu Fuß nach Hause gehen. In Ordnung. Vielen Dank, Doc. Mach's gut, Frederick. Du auch.
Oh, das ist... Das warst du, Fleck. Ich weiß, dass du es warst. Du bist von oben bis unten mit genau dieser Erde beschmiert. Du... Ob Dodi wohl über Nacht in der Stadt bleiben wird? Ich schau mich mal um. Nanu, da fehlt ja eine Hacke. Nun hör mir mal gut zu, Fleck. Weißt du, wenn Twink ihr Baby bekommt, musst du dich so benehmen, wie es sich für ein erwachsenes Tier gehört. Und solche Sachen darfst du dir schon gar nicht mehr erlauben. Hast du verstanden, was ich gesagt habe, Fleck? Und wenn du dir eine Freundin suchst, dann möchte ich, dass du sie mir sofort vorstellst. Ich werde nichts dagegen haben, das verspreche ich dir. Ich möchte, dass wir über alles reden können. Es war wirklich nicht Flecks Schuld. Ich und er haben rumgealbert und da ist er auf den Acker gelaufen. Arbeite nur schön weiter. Pa! Unterbrich deine Arbeit nicht, aber schau dir Fleck an. Es war vielleicht ein Fehler, ihn nicht auf das Feld zu lassen, als wir den Mais gepflanzt haben. Wenn er gewusst hätte, dass man so viel Arbeit hat, bis der Mais wächst, vielleicht hätte er dann nicht so viel Schaden angerichtet. Vielleicht... Ja, es sieht wirklich so aus, als würde er darüber nachdenken. Pa, müssen wir mal erzählen, was Fleck heute Abend hier angerichtet hat? Ich glaube, das sollten wir Männer diesmal für uns behalten, Jody. Ja, das ist eine gute Idee. Fleck stand einfach nur da und sah zu, wie Pa und ich so schufteten, dass uns der Schweiß übers Gesicht lief. Und es sah so aus, als ob er uns sagen wollte... Nie wieder richte ich auf euren Feldern so einen Schaden an. Nie wieder.